Jo, herzlich willkommen zurück zu. Ach ja. Du kannst mal bitte weg. Hast du vergessen? So, schnell. Hat keiner gesehen. So, okay. Herzlich willkommen zurück zu. Kannst du dich bitte schließen? Einfach so. Boom. Boom. Wow. Das war mal. Okay. Egal. Herzlich willkommen zurück zu Hexen. Level 17 ist falsch. Folge 17, genau. Jo. Lang ist her. Meine letzte Aufnahme jetzt. Für euch ist ja gerade mal, ne? Kam die letzte Folge ja vorige Woche. Für mich ist die letzte Aufnahme mittlerweile schon 5 oder 6 Wochen her. Keine Ahnung. Ist also eine ganz schöne Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Dann würde ich mal sagen, gar nicht lange reden, sondern direkt hier loslegen. Übrigens wurde auch innerhalb dieser, ne, gewissen Zeitspanne an mich herangetragen, dass ein gewisser Herr Zuschauer tatsächlich doch Interesse an Brutal-Heretic und Brutal-Hexen hat. Kann ich mal ganz kurz hier, ne, kann ich mal zeigen. Ich habe nämlich dementsprechend auch meine Liste ein bisschen umgestellt. Das heißt, bei, genau, wir haben jetzt hier halt immer noch Heretic, Hexen, was wir gerade machen. Und dann die anderen drei, Doom, TNT und Plutonia als Vanilla Let's Play. Und ja, aufgrund der Anfrage, dass wir auch mal Brutal Heretic und Hexen machen können, habe ich die jetzt auch mit in die Liste aufgenommen. Heißt also, in dem Atemzug, wo wir dann quasi auch TNT und Plutonia mit Brutal Doom spielen, spielen wir dann auch Brutal Hexen und Heretic. Genau. Ansonsten, das hier, das werde ich dann in meinem Let's Play erklären, das ist jetzt erstmal uninteressant. Aber so viel halt zu dem, zu der Doom Let's Play-Reihe, whatever. Okay, jetzt aber endlich mal hier loslegen. So. Ach ja, wir hatten ja eine neue Welt angefangen. You have played this game too long, Mortal. I Holy shit! think you came from the Oh. board. Ach ja, diese Kackburg. Oh Gott. Na super. Das Problem ist, bei diesem riesigen Fadenkreuz sehe ich halt auch gar nichts. Display One, das ist da. Ist das laut? 0,25 hatte ich, ne? Ja. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Yeah, nochmal ist es tot. Okay. Alter. Oh, dahin. Ist so ein Typi. Okay, sieht erstmal friedlich aus. Dann nutze ich die Gelegenheit gleich mal zum Speichern. Hä? Auch nicht schon wieder so eine festgebackten hier. Uah! Junge! Trab an, Mädel. Boah, Alter, wo kommen die beide jetzt her? Wer schießt denn hier an der Wand? Da ist noch einer. Oh.
Weg ist er. So, dann gehen wir mal hier in die sichere Zone und speichern nochmal. Und dann gucken wir mal, also was mit den vier hier los ist, keine Ahnung, sind so Ausstellungsstücke. Die stellen wir glaube ich auch nicht, oder? Ne. Na gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. What the fuck? What? Och, leck mich doch. Aua! Okay. So, hier war die Stellung. Hier war ein Schalter und da war ein Schalter. Hallo? Aha. Die Treppe. Kommt mir gerade schon wieder so ultra laut auf den Kopfhörern. Achso, wow. Hab ja auch voll ausgedreht bei mir. Vielleicht ein bisschen besser. Den rede ich vielleicht ein bisschen lauter. So, gehen wir mal rein hier. Okay. Tut sich schon mal nichts. Was? Ah. Oh nein. Federgefiesch. Wow. Wow! Alter, das hitzt sich aber hin. Okay. Es gibt ja keinen Helfer oder sowas. Ist doch Bullshit. Das ist Bullshit. So. Okidoki. Da geht's direkt weiter. Das dauert aber hier.
Oh, da ist ein Schalter. Rechts. Zum Glück halten die Magier nichts aus. So, hier speichern wäre relativ ungesund. Wahrscheinlich. Hat dann 35% Leben. Ich meine, klar, wir haben diese Fläschchen, mit denen wir uns wieder 25% hier geben können. Aber trotzdem. Kann ja nicht sein, dass wir die gleich von Anfang an brauchen. Das ist ja... So, was ist hier? What the fuck? Boah, Alter! Wow, ich glaube, ich habe verkackt. Wow! Alter, 60% Leben, würde ich verarschen? Ist hier immer Health Packs? So noch einer. Mal die Sackgassen hier. Oh, hier geht's rein. Ist hier frei? Ja. Hoffe ich. Einfach mal. Das ist aber eine Falle, oder? Hier komme ich nicht rauf. Ach Quatsch, nee. Was laber ich da? Hexen war noch das erste Spiel, wo man auch springen kann, oder? Ja klar, doch, genau. Was mache ich gerade? Das. Genau, bei Hexen kann man auch springen. Also kann ich hier aufspringen und dann hoch und dann. Das ist. Okay. Da passiert schon mal nichts. Schade eigentlich. Ah, hier war der Schalter. Wieder drei erledigt. So, okay, also ich schätze mal, das hier macht nicht gleich platt. Alol! So eine Pfeil gegen der Bumster. Ah ja, alle vier Elemente. Na, wobei Gift ist ja nicht wirklich ein Element, oder? Egal. Okay. Auch schon wieder Sackgassen hoffenweise hier, was ist hier los? Wow! Alter, so viele Viecher hier! Wo kommst du denn her? Fuck, ich bin gleich tot. Wo kommt die denn jetzt her? Oh, scheiße.
nicht gleich mal welche Fleischkins sind. Teleporter ist ja interessant. Wo genau geht der hin? Oh. Also was auch immer da ist, ich habe so ein bisschen schon mal aufgeräumt. Okay. So. Habe ich schon mal schon? Ah, schau da. Hier sitzt er wieder am Anfang. Sehr schön. Okay. Wow. Dankeschön. Kra auf Night? Was ist das? So, weiter geht's nicht. Da war aber auch nichts gerade mit auf so und so viele Teile vom Puzzle erledigt oder sowas. Jetzt weiß ich gar nicht, waren das jetzt die vier Schalter oder gibt es jetzt noch mehr Schalter oder was? Oder wie? Oder wie? Oder wo? Hier sind überall Schalter. Oder? Ach, da oben Dinger drinne. Da sind Schalter und noch Schalter drinne. Also es ist höchstens einer. Ja, da ist einer, da hinten ist auch. Ja, das ist ja überall Schalter. Gibt's also massiv Schalter. Okay, die Frage ist mal, wie hier hoch? Wo? Wow, mehrere. Ich muss das mal kurz sicher speichern können. So. Ah, Schalter. Yeah. Oh, okay, bin ich wieder draußen. Muss ich die umbringen? Ich komme aber gar nicht ran, oder? Nee, ich komme gar nicht ran. Nee. Ich komme nicht ran, ohne dass er mich rankommt. Jetzt Bullshit. Von hier komme ich. Das heißt, ich muss jetzt nach da. Da komm ich doch schon. Boah, scheiße. Da ist ein Schalter. Was?
bin ich hier am Anfang. Nicey dicey. Schalter? Ach, da. Yay, Flashcans. Da sind auch welche. Wow, wir haben wieder 100%. Wow. Oh, hier sind auch noch überall welche. Ah, Artefakt. Sehr schön. Wow. Muss ich erstmal darauf achten, ob es irgendwo Artefakte gibt. Ja. Fuck, Alter. Oh, Alter, ist ja gut jetzt. Man kann so dumm ausweichen. Die auch nicht erledigen kann, das ist so dumm, dieser scheiß Auto-Aim. Weil der Auto-Aim sagt genau dafür, dass man schön unten auf die Kante drauf schießt. Scheinbar ist es auch genauso gewollt. Dass man sie quasi gar nicht erledigen kann. That's Bullshit. Zum Glück habe ich unten bereits alles erledigt, da kann ich zumindest davon ausgehen, dass von unten erstmal nichts kommt. Ach du Scheiße. Komm. Weil ich meine unten spawnen mal wieder, spawnen zwar wieder Gegner, aber das sind ja nur diese komischen Hau drauf Viecher, die keine Fernangriffe haben. Das heißt, von unten kann man zumindest nichts wegballern. Da war das auch wieder Schalter. So, hier gibt's gar nichts. Ach, wir wieder Ende. Sehr schön. So, die Frage ist, haben wir jetzt alle Schalter gedrückt? Hier leuchtet was. Hier leuchtet der Schalter. Ich gucke immer noch mal, ob es noch weitere Schalter gibt. Fuck my life. Hier ist ein Schalter und der ist bereits gedrückt. Oh, dann scheint es so, als wenn wir alle Schalter hätten. Hier ist ein Schalter. Hey, Moment, da gibt es 5 Räume? Und hier ist ein Schalter. Ja, es gibt scheinbar 5 Räume. Hallo? Da. Da ist einer, da drüber ist einer, da ist einer, da ist einer. Ne, es gibt so 4 Räume. War ich nicht gerade 5 Räume drin? Ach so, da hier unten ist auch noch einer. So, und in jedem ist ein Schalter drin. Nee. Ach so. Boah, Alter. Viele Schalter. Okay, also es gibt ein paar in der Außenmauer, die wir quasi von außen erledigt haben, da wo diese Vogelfischer immer davor waren. Und dann gibt es noch jeweils einen immer in den 5 Türmen, die wir gerade erledigt haben, also umgelegt haben. Und mehr Schalter scheint es erstmal nicht zu geben. Doch, in dem großen Raum in der Mitte gibt es noch einen Schalter. Dann drücken wir den mal. Hier geht's auch noch rein. Oha! Oh, eine Uhr! Wow! Ah, wow! Ja. Okay. Damit wissen wir schon mal, was wir in der Map machen müssen. Das Zahnrad, was ich also vorhin gefunden hatte, ist also ein Puzzleteil. Und wir müssen die Zahnräder finden. Die Frage ist, wo sind die Zahnräder? So, hier war noch unser Schalter. So, da oben. Ah, die Frage ist, komme ich da rauf? Ah! Hä?
ich komme wahrscheinlich nicht drauf. So, können wir jetzt mal nochmal gucken. Das ist so laut hier drin. Ob der Schalter irgendwas macht? Nee. Wie kommen wir da oben rauf? Gar nicht. Na gut. Dann gucken wir erstmal, dass wir hier alle Räume haben. So, hier waren wir bereits drin. Genau, da war der erste. Oder das erste ist das Zahnrad. Das Zahnrad. Ne? Für unsere Grammatikfreunde. Dann ist hier ein Raum. Wow. Okay. Oh, aha. Ist das Ding jetzt hier für immer aktiv oder nur für die nächsten 3 Stunden? Oder wir rennen einfach durch, easy. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die Dinger machen. Normalerweise hören diese Fallen nach einer gewissen Zeit immer auf. Jetzt mal gut Kaffee trinken. Oh ja, der erste Schluck Kaffee am Morgen tut immer am guten. Oh, ich höre scheinbar nicht auf, dann gehen wir einfach mal durch. Oh ja, hat uns 11 Leben gekostet, geht noch. So, wie viele Zahnräder brauchen wir jetzt eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung, wo war der Glockenturm? Wo war jetzt der Eingang? Ach, da hinten. Da. Hier haben wir eins. Da haben wir eins. Ah, wir haben alle. The platform has lowered in the tower. Ah, okay. Da. Jetzt ging irgendwas runter? Ne, die war doch schon unten. Ah, halt! Fuck. Ach, leck mich doch. Ich hab die Uhr. Da. Hä? Krieg ich das Ding jetzt wieder runter? Hallo? Wow. Lol. That's funny. Achso. Einmal im Kreis laufen, bitte. Super, kriege ich die jetzt wieder runter? Ah, okay, geht periodisch. Na, dann komm, geh wieder runter. Oh. Ah. Okay. Gut, dann machen wir das dann ein bisschen nochmal Feierabend. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Schauen wir vor.